Ja, meine Lieben, hier bin ich nochmal, Backpack Battles. Ich dachte, da wir jetzt ja 3 Runden gespielt haben, wir können ja mal versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Ne? Also ich habe ja jetzt bei der letzten Runde, da habe ich es ja eigentlich relativ weit geschafft, da habe ich ja dann aufgehört gegen Ende. Ich habe gesagt, gut, ich nehme die 10 Siege und dann ist gut, aber wir können mal schauen, wie weit wir letztendlich kommen. Ich bin mal gespannt, was es dann noch so für Rassen, für Klassen gibt. Es wird irgendwie Berserker, Schwertkämpfer irgendwas sein. Hier haben wir noch Magierin wahrscheinlich. Also 4 wird es geben. Wir gehen mal jetzt wieder zum klassischen Ranger. Schauen mal, was wir da so anrichten können. So, mein Shop hat alles, ne? Ich kann dir alles geben für Geld. Wirklich alles. So, was nehmen wir da Feines? Also auf jeden Fall das Schwein. Das ist ja immer eine sehr sinnvolle Investition, ja. Accuracy bei 5 Stack, bla. Knoblauch können wir schon mal kaufen. Wie viel Geld haben wir noch? Increase the rarity of one item in the shop every time. Machen wir erstmal das. Da können wir unser Schwert potenziell erstmal verbessern. Das können wir uns ja reservieren und da würde ich sagen, los geht's. Na, komm, aktuell nicht machen. Ja. Na, guck mal. Hier haben wir wieder einen Reaper. Augenmann. Mal sehen, ob ich dem Augenmann hier so ein bisschen die Augen auspieksen kann. Oh, der ist aber stark. Ach du Scheiße. Na gut, der hat auch schon eine Pfanne. Wow. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Das läuft ja schon mal richtig schlecht. Warum läuft so schlecht gerade am Anfang? Na gut, der hat eine Pfanne halt gehabt. Ja. Aber will ich die Pfanne haben? Oder? Ich weiß gar nicht, ob das gerade überhaupt Sinn ergibt, was ich mache. Wahrscheinlich gar nicht. Also, das reserviere ich mir, der Rest, ja. Ist mir gerade ein bisschen unsinnig, was ich tue, glaube ich. Ah, oh, okay. Ich merke schon, die sind ein bisschen besser drauf als ich gerade. Wow! Da möchte ich mal so ein bisschen angehen, was heißt angehen, aber so im Sinne von, ja, hier kommen wir, ziehen es durch, wir machen eine ganz lange Runde. Dann versage ich gleich am Anfang komplett hier, ja. Also die machen mir ganz schön Druck hier, muss ich sagen, aber ich ja, das ist auch so scheiße irgendwie. Wie machen wir das am besten? Wie hauen wir das am besten dran? Also jetzt mal ganz konkret gesagt, die Pfanne ist halt auch wieder so blöd. Es ist ja wieder ein großes Teil da eigentlich. Also sinnvoll wäre ja, so müsste es ja funktionieren. So. Wie kann ich das Ding verbessern? Gains 5% Critical Hit Chance for each Dings ja, ne? Also Kleeblatt. Scheiße. Das passt mir alles trotzdem nicht ganz hier. Ich weiß auch nicht. Ach komm. Machen wir einfach mal. Ich glaube. Ne, mach. Ist in Ordnung. Besser wird's nicht, ne? Ich glaube, wir haben alle schon ein bisschen geübt, kann das sein? Aber heftig. Ja. Obwohl, den könnte ich jetzt, King Pseudo, könnte ich tatsächlich vernichten. Komm schon! Gut, oh, endlich. Mein Gott, das kann ja nicht so losgehen, dass ich einfach dauerhaft verliere, ja. Das wäre es ja nicht so. Das nehme ich auf jeden Fall. Oh, das nehme ich auf jeden Fall. Dann machen wir das einfach erstmal so. Ich weiß, es hier ist für Bags Items Trigger 10% faster. Aber erstmal das Lucky Pick kreieren. Und dann werden wir auf jeden Fall die Banane mal durch den Knoblauch verbessern. Ja? Das kann doch gar nicht schaden. Eigentlich, ah, wir können das Hero Sword auch verbessern. Das machen wir dann als nächstes. Das ist ganz gut, da kann man das nämlich auch verbessern. Thorn Whip. Also, ja, ist stark, aber ich kann damit aktuell gar nichts anfangen. Vielleicht eine Piggy Bank kaufe ich mir noch. Gucken wir einfach mal. Das Stamina ist auch ziemlich scheiße, muss man ehrlich mal sagen. Der ist ein bisschen. Na, der hat ein Stachelschild, das ist natürlich ziemlich scheiße. Das heißt, jedes Mal, wenn wir angreifen, kriegen wir auch eins auf die Mütze. Fatigue sets in.
Ja, aber ich schaff das. Ich schaff das, Digga. Tut mir leid, Amigo Fuego. Das tut mir sehr leid. Aber ich muss ja auch irgendwie überleben. Kann ich da nochmal was draufpacken? Oder nochmal irgendwie... Also jetzt muss ich mal irgendwie das... Jetzt müssen wir mal irgendwie das... Da kommt die bessere Hero Sword raus. Das wollen wir ja definitiv haben. Das hier geht natürlich immer, ne? Also das ist klar. So. Also noch eine Waffe wäre ziemlich schlecht, weil wir ja schon Probleme haben. Ich finde das auch nicht so mit dem Ding so geil hier. Also wenn, können wir wahrscheinlich eher den Hammer nehmen. Ja? Stamina kostet, der ist ja noch... Oh, der Stamina kostet 3. Aber... Okay, den kann ich verbinden mit dem... Alter, oh Gott, nimmt der viel Platz weg. Ach du Scheiße. Muss man das so machen, dann würde es funktionieren. Dann würde es nicht funktionieren. Kann ich auch nicht machen. Ich habe nirgendwo Platz, das zu... Ja, ich lasse den Hammer erstmal drin, dann gucken wir weiter. Kann mir da gerade keinen Reim drauf machen, was ich am besten tun werde. Noch ein Heil-Dings da rein. Die Dinger packen wir erstmal. Ich brauche die ja gerade nicht. Aber die sind schon mal gut, dass sie hier sind, ja. Und das hier können wir generell schon mal dranhängen, aber einfach schon mal besseres Stamina. Und das hier kann auch nicht schaden. Und das hier kann auch nicht schaden. Wo ich natürlich jetzt wieder die Pfanne rausgenommen habe, ne? Was mache ich hier? Warum tue ich dies? Warum tue ich dies und nicht nichts anderes? So, Pfanne, komm. Jetzt los, komm. Besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Ach, haben wir einen anderen Ranger. Gucken wir mal. Ob wir da durchkommen, ja. Ja, relativ ausgeglichen. Ich glaube, der wird gewinnen tatsächlich. Der ist ein bisschen durchhaltender als ich. Ah, der heilt sich auch. Nein! Bei der Kraft der Karotte oder was ist das? Was halten den eigentlich? Ja, gut. Nee, ich hab verloren, scheiße. Wow, sieht das schlecht aus. Jetzt haben wir einen Hero Sword. Aber das verbessert sich nochmal, wenn ich dir dran packe oder was? Ah, okay, warte mal, jetzt hier müssen wir mal jetzt gucken, wie wir das am besten anrichten. Ich möchte im besten Fall das hier haben. So, und jetzt kann ich da noch was reinpacken, was getriggert wird potenziell. Die Flöte. Also erstmal die Karotte. Also eigentlich wäre es sinnvoller, erstmal jetzt die Karotte reinzupacken. Die triggert nämlich beides, was ganz gut ist. Das kaufe ich mir schon mal für den Fall der Fälle. Und... Ich brauche etwas, was ich noch hier hinpacken kann. Da brauche ich etwas Schmales, das steht schon mal fest, ne? Problem bei der ganzen Angelegenheit ist ja einfach nur... Hammer und Piggy Bank will ich eigentlich auch noch... Also den Hammer schmeiße ich noch nicht weg, ne? Also die Flöte könnte man natürlich irgendwie... Ist auch sinnlos, ne? Also die Flöte, da muss ich schon nach vorne schießen, ne? Oder da muss ich das so bauen, dass sie am besten außen ist und dann mehrere Items halt, ja, sozusagen da angegriffen werden oder genutzt werden. Alter, was hat der denn schon alles? Was ist das? What the fuck? Ich komme ja nicht mal durch, nicht mal ansatzweise. Also, never ever. Wow. Was ist hier los? Book of Light ist nett, schön. Ist... Oh Mann, ey, was ist denn das für eine Kackrunde hier? Hungry Blade, naja. Ja, out of Gold, das ist dann nämlich was verkaufen. Scheiß mal auf die Pfanne da. Der Hammer.
komm, scheiß drauf. Ich brauch das jetzt hier. Also ich weiß, haben wir immer noch Low, was ganz gut ist. Ja, das Buch packen wir auch einfach rein, kann nicht schaden. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Wenn ich da mal eine ziemlich kurze Runde gerade gehabt, ne? Irgendwann heile ich mich ein bisschen, was schon mal ganz gut ist. Das könnte mir wirklich den Hintern retten hier. Ja. Oh ja. Oh doch, oh doch, oh doch. Das könnte was werden. Es gibt noch Hoffnung auf dieser Welt. Oh, das ist ja... Ach du Scheiße, ist das gut. Ach du Scheiße, ist das alles gut. Können wir jetzt noch eins davon kaufen? Wir haben 5% Resist für Nature Item. Okay, Nature Item. Ich muss da Nature Items packen. Da ist natürlich meine... Das jetzt gebaut ist ziemlich schlecht. Was ist das jetzt? Der Spike, for each Natur-Item kann ich mehr Gift, Gift reduzieren. Das ist ja ganz nett hier. Oh, oh, oh. Vampir-Gloves. Nett, nett, nett. Sehr nett. Vampir-Gloves. Oder ich will mir den Dagger auch. Den Dagger kann ich mir auch noch kaufen. Und das hier. Das passt schon. Ich brauche das alles. Ich weiß nicht, ob ich das alles brauche. Aber das kann sich nur mit einer Sache verbinden. Die kleinen Waffen, die sind schon gut. Also die hauen schon gut rein. Ich glaube, wir machen es einfach mal jetzt. Ich weiß nicht, ob es besser wird oder weiß ich nicht. The Egg. Mal sehen, ob wir das Ei irgendwie aufbrechen können. Ich glaube sehr gut. Ne? Unsere Stamina ist halt nicht so toll. Na gut, der hat auch fast keine Waffen. Ey, guck mal, wir kommen ja locker durch. Ja, der hat keine Chance. Sehr schön. Sehr, sehr schön sogar. Jetzt, okay. Da wir das fast gestorben sind. Das Teil hole ich mir nicht, das kannst du vergessen hier. So. Ja, ein Haustier kann ich mir einen Drachen holen. Das war dieser komische Drache da. Also irgendwie bin ich nicht so zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kann ich da Stamina verbessern, das ist schon mal gut. Kann man das vielleicht so machen, weil dann haben wir die nicht miteinander verbunden. Ah! Eine Ananas. Noch eine Karotte. Die Ananas kann ich jetzt hier. Doch, die Ananas. Aber das Book. Aber warum soll ich das Holy Book rausschmeißen? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch absurd. Das ist doch wirklich absurd. Das Ding nehmen wir jetzt mal raus hier. Werden wir die Ananas hier reinstopfen. Ja, ist halt die Frage, ob ich verbessern möchte. Ich verbessere erstmal die Sachen. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Ich versuche das Optimale jetzt noch rauszuholen. Oh Gott, was hat denn der da für eine Potion, ey? Strong Heroic Potion. Ach du Scheiße. Ja, aber gut, ich sag mal so. Der Vorteil bei mir ist halt wirklich der Heileffekt, den ich durch die vampirischen Handschuhe habe. Wahrscheinlich auch die Hungry Blade. Das macht halt viel aus. Also die darf ich auf keinen Fall rausnehmen, sonst ist meine Combo verwirkt. Jetzt habe ich echt Pech gehabt hier. Okay, das ist... Kann nicht schaden. Dann können wir das da drauf packen. Und wir starten einfach mal. Wir können ein bisschen sparen. Weil gerade sind wir ganz gut aufgestellt. Ach du Scheiße, was macht der denn da? Der macht den Bananensmoothie oder was? Oh! Macht der viel Schaden? Nee!
Nein! Komm schon! Haltet durch! Oh, der ist aber krass. Der war krass. Der war richtig krass. Unangenehm. Ein Speer. Das hilft mich alles gar nicht. Was haben wir? Mana Orb. Genie-Lampe ist schon echt nice. Ja, verbessere mal das Ding hier. Was ist das hier? Every bla bla bla. What you have at least. Spikes. Gifted Weapon plus 27 Damage für die Hungry Blade. Das ist super. Das ist nice, das gefällt mir. Hier haben wir noch das hier. Gibt es irgendwas, das ich unbedingt... Oh, Shield of Valor. Das ist natürlich auch nicht schlecht hier. Das reserviere ich mir. Das hier kann man wegschmeißen. Das will ich nicht haben. Oh mein, haben wir noch irgendwas Schönes, was wir uns reservieren können? Nicht wirklich, ne. Ach, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich trete nur gegen Profis an. Ach, hier ein bisschen Schleichwerbung oder was, ne? Also, ich sag mal so, mein Vorteil ist halt, dass mein Vampir-Buff, der ist halt absolut heftig, ja. Das ist das Gute an der Sache. Und den darf ich halt nicht durchbrechen, sonst habe ich ein Problem. So. So, ja, keine Ahnung, ich habe ja immer noch genug, ich brauche einfach mehr. Ja, guck mal, der Heiltrank und das Ding kann sich verbinden miteinander, das ist super. Mehr Platz hier. Dann baue ich mir irgendwas zusammen, das wird schon hoffentlich. Ich bin mit meiner Kombo bis jetzt ganz zufrieden, aber ich versuche jetzt auch nicht so zu vieles. Ach du Scheiße, was hat der für ein... Das ist ein sonderbarer Rucksack, lass mich mal sehen, wo sich das auf den Rücken schnallt hier. Ja. Der gewinnt, hä? Nee, oder? Ist schwierig zu sagen. Ich habe zu viel Fatigue, das ist das Problem. Der baut sich halt immer wieder mit Schildern auf. Ah ne, gut. Ich frage mich, wie ich immer noch am Leben sein kann. Das verstehe ich nicht. Ich meine, ich freue mich, dass es so ist. So ist es nicht, aber... Was soll das jetzt hier? Game bla bla. Da bauen wir das mal hier hin. Und hier war... Potion. Irgendwie eine Potion an Potion. Irgendwie sowas. Und was macht das Ding jetzt hier vom Prinzip her? Da steht auch von wegen Items give. Es gibt Items, die mehr Dings geben. Das wäre zum Beispiel nur der Knoblauch. Okay, aus welchen Gründen auch immer tauschen wir den Knoblauch halt aus, ist so völlig in Ordnung. Wenn das wirklich Auswirkungen hat. Okay, der Knoblauch ist effektiver, ne? Das ist in Ordnung. Das macht ja nichts aus, oder? Ich hoffe nicht. Es sind noch irgendwelche Sachen, die sich miteinander verbinden. Aktuell nicht. Wie sieht denn mit meinen Rezepten aus? Ich meine, wir haben lange nicht alle gefunden, aber es ist erstmal wirklich hier. Das ist krasser. Man bedenkt, dass es gerade erstmal hier die Dings ist hier, ne? Also gerade erstmal hier die Beta oder zumindest ja die Early Access Version. Ich glaube, ich bin hier noch eine gute Sache auf der Spur. Obwohl der auch schon viel miteinander verbindet. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Ich meine, auf Dauer ja wahrscheinlich, wenn du diese ganzen Edelsteine miteinander verbindest, aber es nimmt halt auch viel Platz weg, ne? Oder machen die irgendwas? Ja, ich nicht, oder wirfst du mir den Kopf? Weiß ich gar nicht. Ich bin ja froh, dass hier irgendwas funktioniert zumindest. Ja, weiß nicht. Kann man das Ding überhaupt noch verbessern oder sowas? Ich weiß es. Man kann es immer noch verbessern, ne? Zum Beispiel hier. Hero Longsword, also man, ist alles noch drin, ne?
2 Handschuhe. Potenziell, ja. Hier haben wir noch was. Das Ding ist hier. Ich glaube, das reserviere ich mir immer. Ja, Gift Potion. Oh, hier kann man auch was machen. Oh, können wir das vergiften hier? Muss da noch. Ah, halt, halt, halt. Ey, da oben. Ne, halt, halt, halt. Ne, das funktioniert so nicht. Moment. Also können ja für eine Runde. Das ist halt. Ich weiß nicht, ob das so geil ist hier. 2, 4, 5. So, pass mal auf. Wir machen das mal so, ist egal. Wir brauchen jetzt einfach nur erstmal den Platz hier. Ja, dann werden wir das miteinander verbinden. Da haben wir nicht einen Poison Dagger. Und die Welt sieht wieder schön aus. Ich hoffe es. Okay. Der sieht mächtig aus. Der sieht sehr mächtig aus. Der hat zu viel Stamina. Der verbraucht zu viel Stamina. Glaube ich. Da bin ich im Vorteil. Ja, aber. So, Start Survival Mode. Survive 18 Rounds, 4 left. Ja, mach mal. Ja, immer noch mal ein Leben noch dazu bekommen, das ist aber nett. Gibt es noch eine Verbindung? Das können wir theoretisch nehmen. Das haben wir natürlich auch. Und jetzt verbinden wir die beiden miteinander. Haben wir einen besseren Longsword. Was ganz gut ist. Ja, die Potion wollen wir natürlich hier oben reinpacken. Das war doch irgendwas. Oder? Potion inside of 30% of Chance. Inside without consuming. Der bräuchte ich mal. Ja, ja, bräuchte ich eine andere Potion natürlich. Und den können wir schon mal dran packen. Ob das bringt oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Wir können ja nochmal das da ranpacken. Ja. Warum nicht? Machen wir einfach mal so. Oh, Jesus! Das ist. Was hat der denn alles? Dämonic Flask. Was ist das für eine unheilige Kombo? Hisoka, ja, ja, Hisoka. Der Killer-Clown hier, ne? So, was haben wir jetzt hier Feines? Hero Longsword. Okay. Ja. Was baut man sich dann noch zusammen? Vielleicht sowas hier und sowas hier. Um vielleicht das Ding zu bekommen. Kann das mit irgendwas verbessert werden? Oh, nicht wirklich, ne? Das können wir uns ja auch noch kaufen. Ja, das ist immer die Frage. So, hier haben wir. Das würde sich hier gut anbieten, wenn man es irgendwie hier so hinbauen könnte. Hier würde halt auch gehen. Bräuchten wir mal dementsprechend noch was, was wir da hinbauen könnten, vielleicht. Warte mal. Nee, halt. Es scheitert, dass die so weit auseinander sind hier. Obwohl, das könnte man eigentlich schon so machen, dann haben die Effekte auf. Das ist sozusagen die Handschuhe-Effekte auf beide Waffen. Röte da. Komm, Scheiß drauf, ich verkauf die. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe so viel Zeug schon hier reingepackt. Also, ja, das kaufe ich mir noch. Das reserviere ich mir mal. Ah, das kann ich da oben noch rausschmeißen. Ich hoffe, ich komme weiter. Groß. 75 nochmal hin. Ja, ich kenne ja gar die Kombination halt nicht groß. Ne? Klar könnte man da nachgucken, aber ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ne? Oh, der hat dann schon nicht schlecht. Oh, der ist gut, oder? Ja,
Der hat nämlich schon die guten Sachen, ne? Da oben hat er sich schon seinen Teil da zusammengebaut. Aber irgendwie komme ich immer weiter durch. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Also bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch keinen Plan. Den Vogel. Items. Okay. Ich kann den Vogel noch hier hinpacken. Ah, guck mal einfach mal. Ich weiß nicht, was ich hier noch groß machen kann. Könnte ich mir faktisch kaufen, aber der bringt halt gar nichts. Ich baue den irgendwie zu den Waffen hin. Zu dem Dagger vielleicht. Das kaufe ich auch noch. Oh, das hätte ich mir kaufen müssen. Nee, wartet mal, Leute. Wir machen das mal so. Das ist jetzt zwar blöd, dass ich dafür Geld ausgegeben habe, aber die befruchten sich ja gegenseitig. Ja. For friendship and money, ja, ja. Vor allem für Money, ne? Sei ehrlich. Na, na. Sieht stabil aus. Ja, ich glaube, der übertreibt es ein bisschen mit seinen Waffen. Ich weiß nicht. Also, es kann man halt so oft, sag ich mal, oder so stark Stamina verliert die ganze Zeit. Wird das, glaube ich, nix. Also ich mache das ja, ich muss sagen, ich spiele nicht mal nach einer bestimmten Taktik, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe ja. Ist halt wirklich so. Ich gucke jetzt nur, ob die sich jetzt gegenseitig irgendwie noch befruchten. Nee. Was ist denn das jetzt hier? Opponents below. Oh, da kann man mehr Damage stehlen. Das ist natürlich richtig geil. Packe ich gleich drauf hier. Ah ja. Ah ja, komm. Bauen wir uns alles hier zusammen. Also wir bauen uns alles voll. Kann nicht schaden. So, die Genie-Lampe haben wir uns auf jeden Fall reservieren. Da kann man bestimmt noch irgendwas Schönes bauen. Das hier oben ist halt irgendwie richtig scheiße, muss ich sagen. Wenn wir jetzt noch so ein Schweinchen finden würden, könnten wir die hier noch miteinander verbinden. Hm, mal gucken. Da finden wir noch ein Schwein. Oh, uff. Aber der hat keinen, der hat keine Rüstung, das heißt, da müsste ich eigentlich besser vorankommen, oder? Ah, ich mach fast keinen Schaden. Ich mach fast keinen Schaden. Okay, jetzt habe ich verloren. Jetzt verliere ich. Der ist zu krass, der ist richtig krass. Oh! No, 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 no. Oh, 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 oh. Los! Der war knackig. Survival-Bonus. Okay. Schön, wir haben es überlebt. Ach so, jetzt geht's ja einfach weiter. Okay. Also ich dachte, ich kann noch weiter spielen, scheinbar. Ne, scheinbar nicht. Gut, dann machen wir das Gleiche, würde ich sagen, noch einmal mit dem, hier mit dem Reaper. Und dann, boah, haben wir es ja eigentlich. Gut, bis gleich oder bis zum nächsten Mal.